Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier und zu Hause. Ohne jeden Zweifel ist das Anliegen des Antrags richtig, wichtig und unterstützenswert. Virtuelle Kraftwerke bilden den Grundstein für das, was wir die zentrale Energiewende nennen. Sie sollen zunächst unter Beweis stellen, dass eine hundertprozentige und stabile Versorgung mit erneuerbarer Energie funktionieren kann und haben das auch schon im Falle des Fraunhofer-Projektes Kombikraftwerk 1 und 2 getan. In der Zukunft werden sie demnach unserer Auffassung nach integraler Bestandteil der Energiewende sein. Dafür ist es aber notwendig, den Versuch auch in die Realität zu bestätigen und somit den nächsten Schritt der Energiewende zu beginnen. NRW als Energieland Nummer 1 muss da mit gutem Beispiel vorangehen und in einem Pilotprojekt unter Beweis stellen, dass das auch in der Realität gelingt. Soweit die Einigkeit mit dem Antrag. Darüber hinaus möchten wir aber aufzeigen, dass es mehr zu beachten gilt, als den Beweis zu erbringen, dass virtuelle Kraftwerke funktionieren, wovon wir längst fest ausgehen. Es ist unerlässlich, sich auch jetzt schon Gedanken darüber zu machen, welche Daten dabei ausgetauscht werden. Und ja, Herr Kufen, auch die Datensicherheit an der Stelle ist wichtig, ausgetauscht und erfasst werden. Denn zur unabdingbaren Voraussetzung für virtuelle Kraftwerke gehört die Steuerung von außen. Um ein virtuelles Kraftwerk, also den effizienten Zusammenschluss verschiedenster Kleinstkraftwerke zu betreiben, ist es notwendig, zu jeder Zeit zu wissen, welcher Verbrauch im Netz vorherrscht und welche Reserven das Kraftwerk noch hat. Es ist zudem erforderlich, dass die Steuerzentrale zu jeder Zeit die angeschlossenen Einzelelemente steuern kann. Nur so kann sichergestellt werden, dass Spannung und Frequenz stabil bleiben. Dabei werden aber unweigerlich Daten anfallen. Über diese Daten muss von Anfang an Klarheit herrschen. Es muss transparent gemacht werden, wer Zugriff auf welche Daten hat und wie lange sie vorgehalten werden. Der Ansatz der virtuellen Kraftwerke ist dezentral und genau dies, nämlich eine dezentrale Energiewende, war von Anfang an das, was wir uns gewünscht haben. Diese Dezentralität bringt aber vor allem auch geänderte Anforderungen an die Netze mit sich. Frau Brems hat so ein bisschen darauf referiert schon. Wir kommen damit unserer Meinung nach weg von den großen Stromautobahnen, weg von einer Sterntopologie hin zu einer vermaschten Topologie, bei der zusätzliche erforderliche Leistung nicht aus hunderten Kilometern Entfernung kommen wird, sondern vom benachbarten virtuellen Kraftwerk. Wir halten es daher für unerlässlich, den Netzausbau auch dahin zu überprüfen, wie sich eine auf virtuelle Kraftwerke basierende Energiewende auf eben diese Netze auswirkt. Es wäre geradezu fatal, in große Stromautobahnen zu investieren, die wir hinterher nicht mehr benötigen. Ich möchte dann noch kurz auf die Redner eingehen, ein bisschen. Herr Brockes, das mit der Offenheit, ich kann das ja nachvollziehen. Ja? Ich habe das als Teil der Opposition auch oft genug das Problem. Aber dann stelle ich mir die Frage, warum dann Anträge von CDU und auch FDP eigentlich immer den Grundtenor tragen, du, böse Regierung, bis jetzt habt ihr alles falsch gemacht. Wenn ich für Offenheit werbe, dann muss ich eigentlich bei meinen Anträgen auch offen damit umgehen. Dann muss ich auch gucken, wie bringe ich denn meine Anträge ein, um eventuell auch eine Mehrheit zu bekommen. Wenn ich ständig nur Anträge stelle, von denen ich sowieso weiß, der Tenor führt dazu, dass sie abgelehnt werden, dann kann ich andererseits auch nicht für Offenheit einstehen. Herr Kufen sagte, kluges Vernetzen, wenn auch nur virtuell. Nein, vernetzt wird eben nicht virtuell. Das Kraftwerk ist virtuell, weil es als solches nicht existiert. Vernetzt wird es aber physikalisch. Das war mir noch wichtig zu sagen. Vielen Dank.